Peter, jetzt sitzen wir hinter dem Schloss im wunderschönen Garten, Schlosshotel und Tiroler Wirtshaus Mitterhardt. Und da kommt schon das Burgfräulein, das Große und das Kleine, nämlich die Yvonne und die Katharina. Grüß euch. Oh. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, hallo, jetzt kriegen wir noch einen guten Kaffee. Schokolade. Oh, da, Schokolade hast du auch eine dann? Dankeschön. Die Yvonne präsentiert heute auch die Sommerfrische mit ihrem schönen Kleid. Dankeschön. Du hast auch ein schönes Kleid. Danke. Kriege ich noch eine Blume von dir, Katharina? Hast du was mitgenommen? Ah, da sehe ich sie. Mei. Gib's dir mal da. Gib mir ihn scharf dann. Super. Dankeschön. Danke, Yvonne, fürs Servieren. Danke, dass wir heute da sein dürfen. Katharina, ciao, bis dann. Peter, Sommerfrische haben wir jetzt in Tirol. Was bedeutet das? Was ist regional, saisonal immer euer Thema? Also Sommerfrische ist jetzt ein Thema, eines von dreien, das wir jedes Jahr eigentlich bespielen. Das widerspiegelt sich ein bisschen unsere Philosophie der Saisonalität. Das heißt, wir haben immer saisonale Schwerpunkte im Frühjahr, im Herbst und jetzt eben im Sommer und stellen da eben die saisonal verfügbaren Lebensmittel in den Mittelpunkt. Tirol ist von den Almen geprägt, von der Almwirtschaft geprägt und folgedessen stellen wir das Produkt Milch, das weiße Gold, kann man so sagen, in den Mittelpunkt. Ja. Und da schauen wir, da lassen wir eigentlich den Wirten grundsätzlich freie Hand, was sie daraus machen. Und soll sich im Prinzip jeder mal anschauen, was da auf den Speisekarten so angeboten wird. Da gibt es jetzt die frischen Almkräuter, gutes Fleisch natürlich auch, die Kühe sind auf der Alm, die Milch steht im Vordergrund, du sagst jetzt das weiße Gold. Was kann man sich da für Gerichte vorstellen oder Kombinationen? Ja, also Kombinationen, wie du richtig gesagt hast, Milch lässt sich natürlich mit allem Möglichen kombinieren, Fleisch, Gemüse, frischen Kräutern und so weiter. Aber natürlich gibt es Klassiker wie zum Beispiel die Kaspressknödel, das kennt glaube ich jeder. Dann, aber auch sehr viel im Nachspeisenbereich. Also mir fällt das da ein Buttermilchring, das ist so wie ein Pudding gemacht eigentlich, aber mit Buttermilch in der Mitte rein frische Früchte, saisonale Früchte, was es jetzt halt gibt. Oder wir haben vor Jahren einmal ein Latella Sorbet kreiert in so einem Kochimpuls, auch ganz was Tolles, oder? Und man darf sich da wirklich überraschen lassen, was es da so auf den Karten zu genießen gibt. Also sehr saisonal, regional und natürlich sehr kreativ und innovativ diese Küche auch, wie die mit den Produkten kombiniert wird. Wer ist euer Partner in der Sommerfrische dieses Jahr? Unser Partner nicht nur dieses Jahr, sondern eigentlich schon mehr als wie die zurückliegenden 15 Jahre ist die Tirolmilch, der wirklich treuer Partner und Wegbegleiter und auch ein Stückweise Wegbegleiter war. Die stehen uns da an der Seite, liefern uns flächendeckend in ganz Tirol entsprechend dann die Produkte und dann können die Wirte dann ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Und die garantieren welche Qualität noch? 100% Tiroler Qualität. Mhm. Also die Milch kommt zu 100% aus Tirol, vornehmlich jetzt natürlich in der Almsaison von den Almen herunter. Zur Sommerfrische habt ihr euch heuer ein ganz besonderes Projekt einfallen lassen, wie ihr diese Tiroler Wirtshaus-Community, die Gäste, noch mehr mit ins Boot holt, um euch zu promoten, zu zeigen. Um was geht es da genau? Ja, also muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Viele haben sich da vielleicht schon gefragt, was dieses Schaf da soll, das süße Schaf da soll. Und zwar haben wir in den Betrieben draußen haben Schüler der HLW in Lande gehoben, das ist eine Schülergruppe, haben dieses, ist eigentlich ein Ausmalbuch, das den Kindern zur Verfügung gestellt wird, haben das ausgearbeitet und kreiert, selber gezeichnet als. Und da hat mir ganz besonders gut gefallen, ein Schaf. Das ist also ein gezeichnetes Schaf. Das und heißt das, noch einmal, wie? Das Schaf heißt Kigemäh, also ist auch eine Kreation der Schülerinnen und des Schülers. Und jetzt wollen wir aber das Schaf Kigemäh da ein bisschen auf Reisen schicken im Sommer und da wirklich versuchen, den Gast bzw. Kigemäh teilhaben zu lassen in den Betrieben draußen, oder, um eine Geschichte über dieses Tiroler Wirtshaus, wo sich der Gast gerade befindet, zu erzählen. Mhm. Frauen reden ja gern. Kigemäh, ist er sie oder ein Herr? Ich nehme an, weil es viel redet, dann kann es nur eine Frau sein. Kann es eine Frau sein. Also die Kigemäh ist die unterwegs. Die Kigemäh, ganz genau. Und
Ihr seid ja auch auf Social Media vertreten. Das moderne Zeitalter macht auch nicht vor den Tiroler Wirtshäusern Stopp, sondern ihr integriert eure Community auf Facebook und auch diese Sommer-Challenge, so wie man das nennen kann, oder? Wir starten mit der Wirtshausregion Landeck. Ja. Da haben wir insgesamt 12 Betriebe. Mit denen starten wir jetzt. Wir müssen auch ein bisschen Erfahrung sammeln, ja, mit dem Ganzen. Und dort ist eben die Kigemä ansässig. Also die Kigemä gibt es dort, oder? In jedem Wirtshaus gibt es die. Und wir laden den Gast ein, einfach Kigemä, mit der Kigemä die Geschichte dieses Wirtshauses zu erzählen. Und die Geschichte kann jetzt sein, entweder hat der Betrieb eine Landwirtschaft dabei, wo was ganz Besonderes ist, oder hat der Fischzucht dabei, oder es ist ein besonders schönes Ambiente oder eine hervorragende Speise, die es nur da gibt. Oder? Und da wollen wir eben den Gast mit einbinden, uns auch ein bisschen mehr über unsere Mitgliedsbetriebe zu erzählen. Also das heißt, als Gast erlebe ich dieses Wirtshaus mit all seinen Umfeldern, ob das jetzt eben der Forellenteich ist oder wo das Fleisch herkommt vielleicht auch, dass ich das alles erzählen darf mit Kigemä in Verbindung, ganz genau, wie ich das wahrnehme. Also eine Eigenwahrnehmung vom Gast. Quasi. Ganz genau. Das kann jetzt sein, entweder indem wir Fotos bekommen mit der Kigemä und der speziellen Speise jetzt zum Beispiel oder dem Fischteich jetzt als Beispiel oder wir bekommen Videos über Facebook dann gepostet oder wir haben in den Betrieben auch so Kärtchen dann aufliegen, wo man vielleicht die Geschichte auch verschriftlichen kann und das sammeln wir dann. Und am Ende der Aktion, das lassen wir jetzt einmal dabei einmal so laufen, und am Ende der Aktion gibt es dann eine Verlosung. Was kann man da gewinnen? Wir laden insgesamt 10 Familien ein in ein Tiroler Wirtshaus ihrer Wahl. Und können das in ganz Tirol, je nachdem wo sie halt ansässig sein oder wo sie am liebsten hingehen. Und da würden wir die Leute da für ihre Mühe, wollte man da Danke sagen für die tollen Geschichten, die wir da hoffentlich bekommen von unseren Mitgliedsbetrieben. Da bin ich ganz gespannt drauf schon. Also ich nehme Kigemä auf jeden Fall auch mit in den Sommer. Wichtig ist, dass man seine Geschichte, wenn man das filmt mit Kigemä, wenn man eine Story postet, natürlich mit euch verlinkt. Was gibt es da für einen Hashtag? Also am besten wäre wirklich, ich glaube, da Name ist unique, oder? Hashtag Kigemä, der Name. Ja. Oder wir haben natürlich auch eine Facebook-Adresse, einfach Tiroler Wirtshaus Kultur suchen. Oder natürlich auch findet man so über unsere Webseite, wo wir Facebook natürlich angebunden haben. Und dann schauen wir, was hereinkommt. Und dann freuen wir uns schon auf viele, viele interessante Beiträge. Toll, toll. Also viel posten mit Kigemä über die Tiroler Wirtshauskultur erzählen. Über den Sommer startet jetzt dieses Projekt und das wird wahrscheinlich ein Selbstläufer, kann ich mir vorstellen, wenn die Leute da gerne mitmachen und wenn wir auch sehen, wie viele tolle Geschichten jetzt erzählt werden. Und ich wünsche euch schon einmal ganz viel Erfolg damit und jetzt werden laufend auch immer wieder Informationen über Facebook oder über eure Website zu finden sein. Also wer mitmachen will, der soll sich dort bitte informieren. Genau. Peter, ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer. Dankeschön. Eine tolle Sommerfrische. Wo geht es hin in Urlaub? Ist noch nicht ganz klar. Sehr viel bei uns in die Berge. Ich gehe gerne am Berg mit der Familie. Ich werde das ein oder andere Mal segeln gehen, am Aachensee auf. Und wir sehen uns dann wieder zur Herbstkulinarik, oder? Auf alle Fälle, ja. Alles Gute, Peter. Bis dann. Bitte gerne. Servus. Danke für die Einladung. Dankeschön. So, ich schließe jetzt die Tür zum Schloss Mitterhardt. Das war heute ein schöner Tag hier in Vomp. Wir haben viel erfahren über die Tiroler Wirtshauskultur, über die Sommerfrische 2020 und natürlich auch über das tolle Projekt mit Kigemä. Und wir werden weiterhin Sie jetzt am Laufenden halten, durch die Tiroler Wirtshauskultur führen und tolle Geschichten gemeinsam erzählen. Bis bald in Ihrem Tiroler Wirtshaus, Ihre Manuela Kamper.